Die Partei Die Linke hat sich heute am Hauptbahnhof gegen die Politik des Senats im Umgang mit Obdachlosen und Drogenabhängigen ausgesprochen. In einem Positionspapier hat sie ihre Kritik und Vorschläge gebündelt. Unterstützt wurde sie dabei von der Drogen-, Sucht- und Wohnungslosenhilfe. Den Betroffenen würde helfen, suchttolerante Tagesaufenthaltsstätten, suchttolerante Notschlafplätze, einige mehr, es gibt schon welche, und zum Beispiel ein anonymer Krankenschein, wo man sich behandeln lassen kann, ohne seine Papiere vorlegen zu müssen. Und die Ordnungspolitik, das Verdrängen, das hilft nicht. Das sechsseitige Positionspapier soll als Grundlage zur Diskussion zum Thema innerstädtische Verdrängungspolitik dienen.